Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Palworld. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ihr Lieben, weiter geht's. Zum Start in die Folge möchte ich mich heute ein bisschen um unsere Basis kümmern. Mal sehen, was wir als nächstes brauchen für die nächste Pal-Box-Stufe, ob wir das schon bauen können. Und ich möchte mir auf jeden Fall auch gerne mal diese Holzpalisade angucken. Vielleicht können wir jetzt so eine Art kleines Gallierdorf hier draus machen, indem wir das einmal rundherum komplett zumachen, wenn sich das vernünftig bauen lässt. Und bevor wir damit anfangen, würde ich sagen, gucken wir erstmal gleich durch unsere Brutkästen. Dann sind schon wieder die nächsten drei gewöhnlichen Eier fertig, brüten wir die einmal aus und füllen die Brutkästen auch gleich wieder auf, diesmal mit Jumbo-Eiern. Wir haben ein paar mehr Jumbo-Eier diesmal, da möchte ich auf jeden Fall mal reingucken, was da rauskommt. Hier haben wir erstmal wieder ein Eiktidier, dann zweites Ei, wir bekommen ein Nightwing und letztes gewöhnliches Ei gibt uns ein Direhowl. Sehr cool. Okay, und jetzt gucken wir mal durch, was wir hier an größeren Eiern haben. Zum Beispiel immer so ein paar düstere Jumbo-Eier haben wir noch nie ausprobiert. Gucken wir da mal rein, gleich am besten in zwei. Und dann haben wir hier noch so ein saftig grünes Jumbo-Ei. Da haben wir auch noch, glaube ich, gar keins von ausgebrütet. Mal gucken, was da so an Tierchen rauskommt. Halbe Stunde für die düsteren und das braucht 40 Minuten. Okay, lassen wir das durchlaufen. Dann gucken wir kurz an der Palbox. Was brauchen wir da als nächstes? Wir sollen bauen eine Palsphären... Opalsphären, Fließbandwerk und Generator. Okay, wir kommen also langsam auf die Stufe, wo wir Strom brauchen. Lass mal gleich mal gucken, können wir das bauen? Beziehungsweise haben wir es überhaupt schon gelernt? Technologie, da haben wir ja auch wieder einiges an Punkten über. Können wir auch mal kurz in Ruhe durchgucken, was wir hier noch brauchen können. Soweit sieht das aber erstmal alles ganz gut aus. Hier die Sachen sind, glaube ich, interessant. Hier der Eiskühler und hier diese Heizung. Ich glaube, das sind auch die Sachen, die wir brauchen, um übrigens unsere Brutkästen irgendwie zu... ja, um es eben entweder wärmer zu machen oder ein bisschen kälter, je nachdem, was die Eier brauchen. Was haben wir hier? Große Werkzeugkiste. Kann im Lager aufgestellt werden und erhöht für Pals im Lager das... Oh, das ist natürlich mal gut. Da haben wir ja auch schon gesehen, gibt es ein paar Sachen, die immer Boni vergeben. Hier zum Beispiel, das erhöht das Arbeitstempo von Feuer, ne, das von Handwerk. Feuer ist jetzt nicht so interessant, würde ich sagen, für den Anfang, aber Handwerk auf jeden Fall. Das hier erhöht die Bewässerungstempo. Lassen wir aber auch erstmal außen vor. Das hier war für die... Ach, so cool, ne? Die Sachen kann man, glaube ich, irgendwo im Lager aufstellen. Es gibt einfach diesen passiven Bonus dann. Auf jeden Fall stellen wir gleich mal diese Werkzeugkiste für Handwerk auf. So. Ach, guck mal hier. Hier ist der Generator. 20 Elektrodrüsen. Hätten wir aber. Dann lernen wir den auf jeden Fall auch schon mal. Und... Ach, guck mal hier. Eine coole Deckenlampe. Aber ja, wir gucken erstmal nach den Sachen, die wir auf jeden Fall brauchen. Dann können wir noch die Deko-Objekte lernen. Und hier haben wir das Fließbandwerk. Benötigt Strom. Ermöglicht dafür eine schnellere Produktion von allerlei Gegenständen. Für die Arbeit benötigt man Perls, die Handwerk beherrschen. Okay, ist gelernt. Oh, guck mal, hier sogar eine Stein. Oh, wie cool. Aber ich will trotzdem erstmal die Holzpalisade ausprobieren. Ach, und hier. Oh, wir können... Oh, die kosten Zement. Egal, wir lernen das trotzdem erstmal. Warte mal, Zement hatten wir doch auch irgendwo, ne? Hier. Palsaft, Knochen und Stein. Okay, könnten wir sogar auch ein bisschen was von herstellen. Lernen wir das auch gleich nochmal mit. Brancherie-Sattel, warum nicht? Oh, Marmorest-Sattel, nehmen wir auch mit. Holzklotz und Hackbeil. Oh, wie gut! Hackklotz und Beil, meine ich. Ihr wisst Bescheid, ne? Holzklotz und Hackbeil, Hackbeil und Holzklotz. Alles klar. Das, oh, warte mal, und hier außen habt ihr gesagt, soll ich auch mal gucken. Da gibt es irgendwo den Palentsafter, den wir schon ganz lange lernen können. Und der wäre wohl wichtig, um später irgendwie bestimmte Pals aufzuwerten. Damit kannst du aus Pals derselben Spezies ein Konzentrat herstellen, um den Rang eines Exemplars zu erhöhen. Hört sich erstmal interessant an, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall so, als wenn wir das haben wollen würden. Okay, mehr Punkte haben wir nicht. Alles klar. Dann will ich aber erstmal jetzt die Palisade ausprobieren, weil wir haben hier so wunderbar zwei Wege. Dann könnten wir ja zwei Tore setzen. Und da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert, weil wir, ob wir hier einigermaßen runter noch wirklich bauen können oder ob die, wie die Palisaden an die Holzwand ransnappen. So, die kosten nur 10 Holz. Die will ich schon hier irgendwie so relativ weit außen am Rand, dass wir da dann versuchen können, unsere Palisade rumzuziehen. So, setzen wir hier mal das Türchen hin. Hoffentlich kommen gleich ein paar Pals zum Helfen angeflitzt. Hallo, bauen. Ja, da sind sie schon. Geht aber auch schnell, ist doch super. So. Okay. Und jetzt von hier aus versuchen, einigermaßen hier rund... Wahrscheinlich müssen wir den Baum hier erstmal aus dem Weg nehmen. Hier einigermaßen rund rumzukommen. Mal sehen, wie das überhaupt funktioniert. Und wie gut es dann überhaupt doch hilft gegen die Angriffe. Weil wenn die dann draußen vor der Tür stehen, müssen wir ja trotzdem raus, um die zu bekämpfen. Irgendwie. Also müssen wir das Tor wahrscheinlich trotzdem aufmachen, wenn eine Welle kommt.
Oder wir machen das Tor auf, gehen raus, fangen die Welle draußen auf dem Weg schon ab. Und die, die an uns vorbeiflitzen, hängen dann erstmal an Tor und Palisade fest. So, hau den auch nochmal weg hier. Und wenn wir jetzt anfangen, diese Fließbänder zu bekommen, dann würde ich sagen, brauchen wir hier irgendwie auch noch ein zweites Gebäude. Ich will das nicht alles draußen stehen haben, aber drüben in unserem Gebäude ist kein Platz mehr. Das heißt, wir brauchen dann irgendwie sowas wie eine kleine Werkstatt am besten nochmal. Okay, das hat gar keine Snap-Points. Das müssen wir also einfach so freisetzen. Okay, da können wir aber auf jeden Fall rundherum gehen, wenn wir das einmal so setzen können. Es seien, die Palisaden snappen jetzt aneinander an. Wir setzen hier mal eine. Und die ist gleich fertig. Die müssen wir gar nicht bauen. Das macht es natürlich sehr angenehm. Was hängen wir fest? Ich will weit nach außen. Geh mal ruhig weit an den Rand. Wir wollen so den ganzen Platz so gut wie möglich dann noch ausnutzen. Oh, das ist aber super, Leute. Das finde ich ja sehr cool gerade mal. Vor allem, dass wir die gleich setzen. Na gut, wir haben jetzt gesehen, es gibt Steinwände. Aber wie gesagt, wir machen erstmal Holzpalisade. Wir machen erstmal die Holzpalisade. Ja, so. Ich finde es gut. Mal gleich gucken, von ein bisschen weiter weg, wie es schon aussieht. Warte mal, ich glaube, der Baum ist hier im Weg, ne? Komm mal weg. Du bist, glaube ich, ein bisschen im Weg. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Starten wir erstmal ein bisschen gemütlich rein heute. Bevor wir dann zur nächsten Erkundungstour starten. Weil ich möchte auf jeden Fall noch ein bisschen einfach wieder über die Karte fliegen. Ein bisschen neue Bereiche noch weiter angucken. Vor allem noch ein paar mehr Pals finden. So. Ach, guck mal. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Wie viel Platz haben wir an außen? Jetzt sind wir wirklich nah am Rand. Also so viel wie möglich. Ja, das ist super. So machen wir das. So machen wir das. Das finde ich sehr gut. Aus dem Weg mit dir. Bäumchen. So. So können wir doch schön sauber hier und einigermaßen schön rund von der Form außen einmal rumgehen mit unseren Palisaden. Na? Ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter rein mit dem Winkel hier. Wir sind schon sehr nah am Rand. Oh. So. Dann ziehen wir jetzt erstmal rüber bis zu der Stelle, wo der zweite Weg hier runterläuft. Dann setzen wir da noch ein Tor. Und dann haben wir schon ein ganz gutes Stück schon mal abgesichert. Ich weiß gar nicht, wie es ist. Wir können die ja auch außerhalb setzen, ne? Aber genau, dann gehen sie kaputt. Ne? Gebäude außerhalb eines Lagers verfallen mit der Zeit. Ja, okay. Dann machen wir das nicht. Jetzt hätten wir ja vielleicht auch oben einfach den Weg hier runter so ein bisschen zumachen können. Wo die immer runtergeflitzt kommen. Sodass die gleich oben auf dem Weg erstmal schon hängen bleiben. So. Ah, die Bäume müssen wieder weg. Dann setzen wir noch, würde ich sagen, ein Stück Palisadenzaun. Dann können wir hier das nächste Tor setzen. Und dann sind wir ja schon, naja, ein Zwölftel vom ganzen Kreis einmal rum, so ungefähr. Aber mir gefällt's sehr gut. So, du kommst ruhig ein bisschen weiter abgeknickt nach mitten, damit das Tor auch da irgendwie ran kann. So. Na komm, einer geht noch, dann kommt das Tor. Eine Palisade geht noch. Möps. So, alles klar. Dann bitte Tor. Ah, okay, das ist ein bisschen... Obwohl, es geht noch. Wir kommen noch, führt noch auf den Weg raus. Ist noch okay so. Komm, setz mal. Ah, nee, das ist nichts. Nee, Leute, beruhigt euch. Hier passiert noch gar nichts. Kommen sie alle schon angestürmt. Ganz ruhig, das war nicht gut gesetzt. Das müssen wir nochmal anders machen. Ich glaube, das ist besser. Lass mal jetzt nochmal gucken. Ja, das ist okay. Das lassen wir so. Das passt. Jetzt dürfte ankommen. Alle Mann ran ans Tor. Wie der Pinguin, die kleine Pinguin angehüpft kommt. Super, habt ihr das gemacht. Ihr seid die besten Pals. So. Halt. Ja. Oh, ruhig weit, weit nach außen. Ich hoffe, wir kommen noch hinter unserem Gebäude hier rum. Aber es sollte hoffentlich passen. Ich will jetzt auch nicht, natürlich nicht, wir bauen jetzt nicht die ganze Palisade auf, Leute, ne? Keine Sorge, wir werden jetzt nicht die ganze Folge hier nur Palisadenstücke setzen. Aber zumindest ein bisschen erstmal. Ja. So. Erstmal nochmal gucken, wie es aussieht.
Und Leute, ich finde es super. Gefällt mir sehr gut. So, warte mal, du bist nochmal aus dem Weg. Und dann können wir auch gleich überlegen, wie wir das hier drinnen aufteilen, wo hier eventuell noch ein kleines Werkstattgebäude hinkommt. Vielleicht sogar hier in dem Bereich. Wird ja ganz gut passen. So, jetzt machen wir hier drüben auch nochmal ein Stück aber weiter, dass wir an beiden Seiten nochmal ein bisschen rum sind. Möglichst weit nach außen auch hier. Oh, das finde ich gut, Leute. Das gefällt mir, dass die keine Snap-Points haben, dass man die einfach so frei so ein bisschen, dass man die auch ein bisschen ineinander schieben kann hier. Das ist schon schön gemacht. Zack. So, da müsst ihr auch aus dem Weg hier. Haben wir. So. Nee. So nicht. So. Wieso kann ich da nicht... Ist der Baum auch noch im Weg? Musst du auch noch mal weg? Ist schon wieder Sonnenuntergang? Der Tag hat doch alles angefangen gefühlt. Nee, ist gleich schon wieder abends. Wird gleich schon wieder dunkel. Oh, wir haben ja das Bettchen. Ihr könnt ja gleich hinlegen. Dann haben wir sofort wieder Tageslicht. Zack. Ich fühle mich aber schon ein ganzes Stück sicherer. Obwohl nur so ein kleines Stück der Palisade aufgebaut ist, fühlt man sich schon gleich mal ein bisschen sicherer. Na du, alles klar hier hinten. Gucken, ob wir hinter unseren Weiden jetzt auch rumkommen hier vernünftig. Aber eigentlich habe ich genug Platz zum Rand gelassen. Hoffe ich mal. Na, alles klar. Machst du schön Zuckerwatte. Warte mal, wir haben noch genug Material in der Tasche. Wir können auch von außen bauen. Wir haben noch ein bisschen Holz in der Tasche. Müssen noch nicht drinnen stehen. Wir können das auch so machen. Wir haben noch jetzt ein paar Bäumchen gefällt. Ja, okay, so geht's natürlich richtig gut, wenn wir von außen das setzen hier. Auch wenn uns jetzt anzeigt, da dass die Sachen ab, ist ja nur, weil wir draußen stehen. Die Sachen sind ja drinnen gebaut. Obwohl, das hängt ein bisschen raus hier, ne? Das hängt ein bisschen raus. Nee, das müssen wir nochmal wegnehmen. Und du musst auch nochmal aus dem Weg. Hier habe ich irgendwo eine Fackel hingestellt. Ja, hier, mal sehen, ob die ein bisschen was bringt. Schmeiß mal Licht hier in der Nähe an. Naja, ein bisschen was, ein bisschen was. Komm, gebt euch mal die Pfeile her, wenn sie hier schon mal rumliegen. Ich find's super. Der ist auch schon gefühlt fast ein bisschen am Rand, ne? Geh mal ein bisschen weiter rein. Was stört denn hier? So. Ja. Okay, wir kommen hinter unseren Weiden drumrum. Das sieht gut aus. Bauen wir doch gleich das ganze Lager auf. Aber es geht ja auch recht schnell. Lässt sich doch gut bauen. Zup. Ich hoffe, wenn das so ein bisschen da raushängt, dass das nicht zieht. Hier, wenn so eine kleine Ecke hier aus dem, so ein bisschen durch den Kreis durchgeht, hoffe ich, dass das mal nicht als Gebäudeteil, was außerhalb steht, zählt. Dass die Wände hier nach und nach kaputt gehen. Na komm, lass dich daran friemeln. So. Oh, hier könnte es, der gehört nicht dazu. Das ist ein Baum von außerhalb. Hier könnte es knapp werden. Vielleicht müssen wir hier unsere Rohstoffspots nochmal umsetzen. Unseren Steinbruch und unser Holzfällerlager. So, ihr geht hoffentlich nicht kaputt. Wir werden es merken, ob die mit der Zeit an Haltbarkeit verlieren. Ah. Nee, so schnell nicht. Zack. Ich würde sagen, wir legen uns mal hin, dass wir wieder vernünftig was sehen hier. Der Winkel ist nicht so gut so. So geht's. Ich schätze mal, hier hinten kommen wir nicht hinter rum, Leute. Oder. Die geht noch. Die geht auch noch. Und, ah, ich sehe nichts. Ah, Baum! Aus dem Weg mit dir! Warte mal, war nicht eine Fackel dabei? Nehmen wir mal kurz, ganz kurz die Fackel. Dann sehen wir wenigstens ein bisschen was. So. Der ist auch noch im Weg hier, der Baum. Versuchen wir es von innen zu setzen. Geht nicht, müssen wir von außen setzen. Mann! Baum! Du störst! Geh doch mal woanders hin.
Ich kann nicht, ich hab Wurzeln. Billige Ausrede. So, Zack. Super, wir sind dran vorbei an unserem Rohstofflager. Alles klar, es hat gepasst. Komm, wir legen uns hin. Wir legen uns hin. So wie unsere Pals, die auch schon wieder alle gemütlich vor sich hinschauen. Warum ist es so dunkel hier? Mach doch mal ein bisschen Gemütlichkeit. Eins, zwei, zumindest hier mal die Innen. Drei, vier. Am besten finde ich hier die Mozzarina, wie die schlafen. Einfach so draufgeplatscht auf den Bauch und am Schnarchen. Sehr schön. Gemütlich am Abratzen. So, machen wir jetzt auch. Ab nach oben. Hier wird es noch eine Weile brauchen mit dem Einrichten, weil ich will auch erst viele, viele von den Deko-Sets haben. Um zu gucken, was mir am besten gefällt. Der Hahn kräht und unsere ganzen Pals krähen auch einmal so ein bisschen. Alles klar. Sieht doch aber ganz gut aus. So, erstmal. Gefällt mir. Guck mal, wir sind aber... Jetzt haben wir schon ungefähr die Hälfte. Jetzt haben wir schon ungefähr die Hälfte geschafft. Ah, kommen wir hier dran vorbei? Ja, locker, locker, locker. Kein Problem, kommen wir locker dran vorbei. Hau drauf. Ja, das sieht gut aus. Komm her, nächste Palisade ran hier. Zack. Vor allem geht es doch eigentlich wirklich recht schnell, ne? Kann man nichts sagen. Schön außen hier einmal rum. Nächsten Bäume im Weg. Ich schätze mal, die werden auch wieder nachwachsen. Aber solange da kein Gebäudeteil direkt draufsteht, wachsen die eigentlich wieder nach. Aber es ist dann ja auch egal. Hauptsache, wir haben die Wand erstmal gesetzt. Danach können die Bäume ja gerne wieder nachwachsen. Wir brauchen ja nur einmal Platz, um hier rumzukommen. Ja, geh ruhig weiter nach außen. Verlier nicht so viel Platz hier. Ruhig weiter nach außen gehen. So, hinterm Haus kommen wir aber auch locker rum. Auch vorne an der Ecke müsste es passen. Und nur hoffen, dass es vorne vernünftig aufgeht, dass wir auch am Tor sauber rauskommen. So, hinter den Quellen kommen wir auch rum. Ist doch nur, guck mal, ist doch nur, das machen wir jetzt wirklich doch fertig. Ich habe ja gerade gesagt, wir bauen zwar nicht alles auf, aber jetzt, wenn ich sehe, dass es so schnell geht, nur so ein kleines Stück fehlt, können wir das auch machen. Hallo, Fanti. Komm nicht so nah ran, ich hau hier mit der Axt rum. Was machst du gerade? Freizeit. Willst du in den Pool? Soll ich dir im Pool helfen? Willst du ein bisschen deine Freizeit im Pool verbringen? Komm mal her. Ich helfe dir mal eben. Zack. Ah, siehst du, ist doch schön, wie er aussieht. So gut, wie er mit den Ohren wackelt. Alles klar. Der entspannt sich eine Runde. Schon fertig entspannt? Na gut. Hier setzen wir wieder von außen so ein bisschen. Ja. Oh, jetzt sieht diese blöde Anzeige da genau im Weg, wo die sich verbinden sollen. Komm mal her hier. Super. Bäumchen! Ich sehe wieder nichts. Bombs. Nee, mach ruhig von hier. Mach ruhig von hier, das ist besser. Und. Na, so. Ich hoffe, das geht sauber auf, weil nicht, dass wir jetzt ganz am Ende völlig krumm rauskommen. Warte mal, der ist ein bisschen zu weit außen. Dann kommt nochmal kurz weg. Und dann setzen wir dich nochmal neu. Eher so ein bisschen weiter nach innen rein. Eher so. Besser. Zack. Hopp. 4, 5 Stück noch, Leute. Dann haben wir es schon geschafft. Was denn? Warum kann ich nicht setzen? Habe ich kein Holz mehr in der Tasche? Oh, wir haben kein Holz mehr in der Tasche, tatsächlich. Aber gut, dann holen wir uns mal eben welches. Steht ja genug rum. Mehr. So, 3 Stück, würde ich sagen, sind das noch.
Dann haben wir es geschlossen. Da drin wird gequietscht. Eins. Nein, es geht absolut nicht sauber auf. Ah, okay, wenn wir es ein bisschen überlappen vielleicht hier, dann könnte es funktionieren. Ach, schade. Warte mal, geh du mal weg. Dann müssen wir es vielleicht so ein bisschen nach... Das eine muss, glaube ich, ein ganzes... Das eine lassen wir ganz weit außen laufen, das andere müssen ein bisschen weiter innen laufen dann. Das heißt, du musst ganz weit nach außen. Du musst... Oder wir setzen es so hier. Ein kleines Stück hier vor. Das sieht aber wirklich nicht schön aus dann, ne? Komm schon. Das finde ich überhaupt nicht gut. Ne? Das gefällt mir gar nicht. Da müssen wir es irgendwie anders hinkriegen. Das müssen wir irgendwie anders hinkriegen. Vielleicht schieben wir die so weit es geht zusammen hier. Dass wir ein bisschen Platz einsparen. So weit es geht zusammenschieben, wie wir die zusammenschieben können. Ja, ist ruhig mal was. Halt, da war es doch schon gerade. Hat er sich gerade schon setzen lassen. So. Ah. Okay, Leute, das... Da muss ich mir noch mal was überlegen, wie wir das machen. Vielleicht müssen wir ein ganzes Stück noch mal zurückbauen, dann, um die alle ein Stück enger zusammenzuschieben, sodass es dann hier vorne am Tor besser aufgeht. Aber wie weit können wir denn hier am Tor rein zusammenschieben, hier die Dinger? Es geht wieder nicht auf. Es geht einfach nicht auf. Okay, da überlege ich mir noch was. Weil da jetzt rumzufriemeln, das wird dann doch ein bisschen zu viel. Da muss ich mir noch überlegen, wie wir das machen. Vielleicht nehme ich das Tor hier auch, obwohl wir können das Tor hier nicht rausnehmen. Wir brauchen schon zwei Tore. Okay, aber insgesamt finde ich das schon sehr, sehr gut so. Alles klar, lass mal gucken. Wie groß und was brauchen wir denn? Wie groß ist denn so eine Palsphärenwerkbank und was brauchen wir dafür? Hier haben wir den Generator. Oh, hier der Werkzeugkasten. Unbedingt. Und das hier. Unbedingt. Kostet nur ein bisschen Metall, alles klar. Den stellen wir mal hier drüben daneben, irgendwo, wo unser Holzlager ist. Ich schätze mal, die gelten aber für die ganze Basis dann. Aber wir packen sie hin, weil hier passt es eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Pass mal auf, du kommst hier hin. Oder vielleicht sogar eher hier hin. Der Hackklotz. So. 2 Minuten. Kommt mal alle schnell ran hier, ihr fleißigen Handwerker. Aber dann haben wir eben noch unseren super Handwerker dabei, ne? Der hatte doch auch Handwerkstufe 2. Ja, so geht's doch. Will noch einer helfen? Irgendwie so? Nein? Na gut. Der Kleine, wie er die Augen zu hat mit seinem Hämmerchen. Mini-Hämmerchen. Viel wichtiger ist doch die Werkzeugkiste, dass wir die irgendwo aufstellen. Aber erstmal will ich jetzt gucken, wie dieses Fließbandwerk aussieht. Super, habt ihr das gemacht. Vielen lieben Dank. So, dann zeig mal her. Fließbandwerk. Muss ja bei PAL-Sachen dabei sein. Warte mal, hier. Haben wir es nicht? Wir haben das doch gerade gelernt. Ach, ist doch hier oben. Okay. Zement und 100 Metallbarren. Okay. Metallbarren sollten wir noch herstellen können. Haben wir noch unseren Asox dabei? Nee, den müssen wir gleich mal rausholen dann. Der hat wenigstens Feuerstufe 2. Da ist er. Den haben wir die ganze Zeit benutzt. Eine Festungskammer. Haben wir noch einen, der vielleicht irgendwie flink ist? Nee. Okay. Warte, was ist ein Hitzkopf für eine Eigenschaft? Ist das zufällig Feuererzeugung? Nee, der nimmt Eisschaden minus 10. Alles klar, dann schmeißen wir dich kurz. Obwohl, nee, du bist unser super Handwerker. Warte, du musst hier bleiben. Wir packen mal dich kurz raus. Unser Azur-Rope. Und dann nehmen wir den mit rein. Okay, dann schmeißen wir hier mal kurz die Eisenbarren an. Was können wir herstellen? An 300. Machen wir mal 50 erstmal, dass wir noch ein bisschen Eisen so über haben. Als. Oh, nee, du bist das falsche Tierchen. Wie riesig. Du musst da einmal an den Ofen.
Und dann gucken wir nach 10 Band. Das ist mal gleich 10 Mal, das ist wie bei Schießpulver. Das ist richtig gut. Munition stellen wir übrigens auch gleich immer 10 Schuss her. Das ist super. So, das heißt, machen wir 50 Zement. Yep. Handwerker raus. Ach, kann ich ja nicht. Mist. Kann ich beides auf einmal. Dann bleib du mal hier. Mach ruhig erstmal die Metallbarren. Und hier kommt euch hoffentlich einer dazu, der uns gleich hilft. Da kommt auch schon. Oh, wow. Pingulit, willst du, wie er angehüpft kommt, willst du mal mit anfassen hier? Halt! Also, boah, es dauert aber. Ich bin mal weg. Ich habe was Wichtiges vergessen. Ich muss da hinten am Feld nochmal eben. Ich muss da mal eben was bewässern. Aber schön, dass ich mal gesehen habe, was du hier machst, sagt er. Und weg ist er. Boah, das ist übel. Das ist übel. Das dauert extrem lange gerade. Wir brauchen aber auch die Eisenbarren, ne? Kann hier nicht mal einer her? Warte mal, wir holen jetzt mal einen hier. Bleib mal hier, Pingu, bleib mal hier. Komm mal her, du musst mir mal woanders helfen. Ich kann ja auch die einfachen Pals in der Basis irgendwo hinwerfen, dass die was machen. Ich hoffe, er läuft dann jetzt auch nicht weg. Diesem Pal Arbeit zuweisen. Ja, du arbeitest jetzt hier an der Werkbank. Vielen Dank. Und jetzt bleibst du hoffentlich auch hier und hilfst uns bis zum Ende durch. Boah. Das aber... Hoffentlich können an den Fließbändern dann vielleicht mehrere Pals arbeiten. Das kann sein, dass deswegen an den Werkbänken auch wirklich immer nur einer mithelfen kann, weil es noch die Fließbänder gibt. Und da können hoffentlich mehr Pals als einer dran stehen. Aber das dauert schon. Bleibst du hier? Hallo? Also er muss essen. Okay, ja, Pause ist okay. Pause ist okay. Wir haben eine Pal-Gewerkschaft. Wir haben ja schon feste Pausenzeiten. Oh, wir sind... Ach, guck mal, das ist also... Ah, okay, ich dachte, jetzt müssen jeden eins, das sind jedes Mal gleich 10. Kommst du zurück? Ich habe dir eine Arbeit zugewiesen. Ich bin hier Chefchen. Er sagt, ja, ich mache ja schon Chefchen, keine Sorge. Ich muss aber was essen, ne? Muss mir eben kurz mal ein Mettbrötchen reinpfeifen. Dann bin ich wieder da. Na gut, wenigstens bauen wir gleich jedes Mal 10 Zement. Was braucht man denn für die Werkbank? 10 Zement. Super, die haben wir. Metallbarren haben wir dann auch gleich. Dann lassen wir ihn erstmal noch ein bisschen werken, dann können wir die zumindest schon mal aufbauen. Beziehungsweise erstmal bauen wir, glaube ich, unser kleines Häuschen auf. Irgendwie so ein kleines, noch mal ein kleines Gebäude, dass die nicht einfach frei draußen stehen. Schmeiß das mal hier rein. Dass die nicht einfach frei draußen stehen, die Sachen. Machen wir es aus Stein vielleicht mal. Oh, ich finde Holz aber irgendwie viel gemütlicher. Auch wieder schön flach angesetzt hier den Boden. Ah, mach mal so. Machen wir mal so. 1, 2, 3, 4. Geht noch ein fünfter. Geht auch noch. Gut, hier hat einer da wieder falsch gesetzt hier. Gleich wieder weg mit dir. So. Okay. Eigentlich noch eine Reihe weiter nach vorne. Wären wir jetzt schon fast zu weit rein in die Basis. Wir gucken mal. Nee, das ist es nicht. Das ist nicht gut. Bausystem gefällt mir, aber jedenfalls ist das hier super, dass man die Material wieder aus, dass man alles so schnell wieder abbauen kann. Dass man sein Material so schön wirklich zurückgeht. Einfach alles. So, weiter nach unten, schön flach angesetzt und dann viel weiter außen mit der Ecke hier ausrichten, würde ich mal ausprobieren. Mal so. Bisschen vom Winkel eher so, dass wir drüben nicht an die Palisade kommen. 3. Ja, das ist schon besser. Ja, viel besser. Viel, viel besser. Auch hier ist fast schon sauber auf einer Ecke ausgerichtet. Gefällt mir. So, das Bäumchen kann mal weg. Das wird dann also unsere kleine Werkstatt hier. Ja, finde ich gut. So, Holzwände her. Hinten erstmal zu. Hoffentlich passt das auch überall. Ach, nee! Warum? Auch Spiel. Aber weißt du mal, da probieren wir was anderes aus. Der ist... Die stören beide, ne?
Jetzt erstmal den, weil die kriegen wir doch besser nach außen gemogelt hier, sage ich, oder? Als das ganze Gebäude nochmal wieder umzusetzen. Ja, pass ich nicht durch mit dem dicken Hintern. Hep. Komm, wir hatten es gerade. Er wollte es gerade setzen. Komm schon. So, dann können wir den eigentlich auch noch mal ein Stück rausziehen. Jetzt ist hier die ganze Ecke weiter drin. Da ist wieder der Baum im Weg. Baum! Geh doch mal zur Seite. Guck mal, so können wir auch noch eine Menge Platz einsparen. Lassen wir so, da passt auf jeden Fall keiner durch. Achso, jetzt hast du aufgehört mit dem Metall, ne? Du auch nicht. Warum habe ich wieder die Tiere gewählt? Kommst jetzt her hier. Sehr schön. Fanti, bist du unser Fanti? Nee, du bist nicht unser Fanti. Nein, F ist Tür offen. Dadum, Tür auf. Tür zu. Ist das unser Fanti? Wie ist denn der nach draußen? Achso, hinten ist ja noch offen. Ich würde sagen, wie ist denn der nach draußen gekommen? Wir holen ihn mal wieder rein, falls das ist. Zap, zap. Ja, das war unser Fanti. Okay, super. Jetzt passt hier unsere Werkstatt hin. Ich hoffe, wir können es auf eine Wand oben draufsetzen. Ja. Aber wenn es unten passt, muss es ja oben auch passen. Dann hier einmal zu. So, dann ruhig ein paar Fenster rein hier. Auch ruhig hier mal doppelt. Kann auch ein bisschen Licht von oben rein. Dann hier wieder zu. Und nach vorne raus würde ich sagen, einfach komplett offen. Und vielleicht auch hier dann erstmal einfach ein Flachdach drauf. Und natürlich bis vorne. So. Und jetzt haben wir dann hoffentlich gleich alles zusammen für das hier. Ach ja, ich muss die Barren ja noch aus der Schmelze rausnehmen, damit es was wird. Und vor allem muss unser Dings auch mal weiterschmelzen. Ach, guck mal, wie gut das läuft. Er ist schon fleißig dabei. Zack. Ach, guck mal, die sind auch fertig. Alles klar. Hast du super gemacht. Dann komm mal her. Dann können die hier rein, das hier rein. So. Für Zement haben wir jetzt auch noch keine Kiste, ne? Das letzte Stück jetzt auch noch machen können jetzt hier. Zack. So. Okay, also. Pal-Fließbandwerk. Ei! Gut, dass wir das Haus so groß gebaut haben, würde ich gerade mal sagen. Unsere kleine Werkstatt ist ja riesig. Warum steht denn das? Ach so, warum steht denn das so schief? Steht nicht schief. Die beiden Tische sind nicht auf gleicher Höhe hier. Das sieht einigermaßen. Das sieht irgendwie. Warum ist denn das so schief, Leute? Oh, da passt es auch. Oh, naja, so rüber passt es auch, ne? Die Frage ist nur, wie rum ist besser? Auf welcher Seite müssen die denn stehen? Von dem Fließband. Wie weit nach hinten können wir? Bis da. Cool. Es dauert mit Sicherheit lange zu bauen. Obwohl, die geht. Es geht. Haben wir jetzt, können wir unseren Handwerker wieder mit rausschmeißen. Hier, du fasst auch nochmal mit an. Super. Okay, und hier können wir jetzt. Das ist einfach die Werkbank. Cool. Sehr, sehr cool. Gefällt mir. Gefällt mir. Passt doch nicht so ganz rein, das rostige Ding hier. Die Frage ist auch, wo müssen die Pals stehen? An welcher Seite? Können die an beiden Seiten stehen? Wäre super. Wie auch die Materialien hier rumfliegen. Okay, und dafür brauchen wir jetzt Strom. Das heißt, wir brauchen diesen Generator.
Wo war der? Hier. Jetzt haben wir ja nicht genug Metall. Alles klar. Dann brauchen wir noch ein bisschen... Aber wir haben jetzt auch kein Erz mehr. Das heißt, wir können den jetzt noch nicht herstellen, den Generator. Und wir haben keine Erze mehr. Ne, noch 7 Stück. 29 Barren. Okay, können wir erstmal keinen Generator bauen. Wo schmeißen jetzt Zement? Schmeiße ich erstmal kurz hier mit rein. Aber ich finde es soweit schon mal ganz cool. Schade, können wir unsere Palbox auch noch nicht aufwerten. Und davon kommen von diesen Fließbändern kriegen wir dann wahrscheinlich auch mehr, ne? Wahrscheinlich für jede Werkbank auch ein Fließband. Da wird der Platz hier ganz schön eng, ne? Irgendwie, dann müsste der Radius eigentlich doch mal ein bisschen größer sein. Weil wir brauchen ja auch noch eine Zuchtstation und... Ja, dann eben wahrscheinlich noch viel, viel mehr Fließbänder, aber weiß, was noch alles kommt. Vielleicht hätte man das Gebäude doch ein bisschen kleiner machen sollen, obwohl es passt ja auch gerade so, dass hier die ganzen Pals reinpassen. Ich finde es aber soweit schon mal ganz okay, Leute. Werkstatt steht. Das Spiel ist schon wieder gleich dunkel. Wird schon wieder gleich dunkel. Können wir uns gleich nochmal hinlegen. Und dann würde ich sagen, starten wir nochmal eine ganz kleine Erkundungstour. Für unsere heutige XXL-Folge. Lass mal kurz schon mal auf die Karte gucken. Wo wollen wir denn hin? Ich würde eigentlich gerne... Die finde ich natürlich interessant hier, eine Catrice und das Vieh hier hinten. Total, vor allem ist das nur Level 17. Vielleicht riskieren wir nochmal einen Kampf hier. Springen hier hinten hin und gucken uns mal hier den Grintail-Boss noch an. Ja, ich glaube, das machen wir. Ist gerade spontan entschieden. Wir gucken uns nochmal den Grintail-Boss an. Was nehmen wir an Pals mit? Wir nehmen unseren Wolf mit. Den lassen wir hier, den Azox. Den brauchen wir nicht. Und dafür nehmen wir dann lieber wieder unseren Wasser-Boss nochmal mit, den großen. Mal auf, du bleibst nochmal hier. Und... Oder wir nehmen ihn mal mit hier. Obwohl, der ist auch... Das ist ein Feuerpal, ne? Dann könnten wir den zu Hause lassen, wenn wir den mitnehmen. Weil wir brauchen nicht mehrere Feuerpals. Angriff 349. 219. Ja, die sind ungefähr... Aber haben schon eh eine Verteidigung. Arbeitstempo. Verteidigung 219. 233. Angriff... Die sind ähnlich, ne? Wir nehmen mal den mit zum Testen. Und du kommst mit. So. Ja, und eigentlich könnten wir ruhig noch einen mitnehmen und den Direhole mal zu Hause lassen. Wir nehmen noch einen Schattenperl mit, weil wenn wir eh mit der Schnellreise dahin gehen und dann können wir ja fliegen, dann nehmen wir die mit. So, alles klar. Das hört sich gut an. So machen wir das. Na, hast du geschafft, den Zement? Ich bin stolz auf dich. Kannst was anderes machen. Upp. So. Zement mitnehmen. Alles klar, kurz gucken. Ist alles repariert? Ne, die Axt natürlich nicht mehr. Aber sonst alles, was wir brauchen zum Kämpfen, ist auf jeden Fall in Ordnung. Den Zement schmeißen wir kurz hier mit rein wieder. Und dann legen wir uns hin. Man muss wirklich nicht warten, bis es dunkel ist. Man kann sich auch schon am Abend hinlegen. Das geht auch. So, ab in den Profil. Und dann einmal rüber Grintail-Boss versuchen. Als erstes nehmen wir den auf jeden Fall raus, unseren Schattenperl. Okay, Munition haben wir dabei. Sphären haben wir dabei. Rüstung ist repariert. Mehr brauchen wir nicht. Auf geht's. Jetzt bekommen wir wenigstens überall schon die Schnellreisepunkte geholt. Landbrücke. Einmal hier hin. Und dann mal gucken... Ob das ein Boss ist, der frei auf der Karte rumläuft oder... Da müssen wir rüber. Ob es einer ist, wo wir auch in eine Arena rein müssen. Komm raus. Vivern, die Moorinsel. Cool. Gefällt mir. Was haben wir da im Wald? Liffmunks, die da rumflitzen. Ein paar Rochen. Nichts Neues. So. Kann man denn hier irgendwo schon... Sind wir überhaupt in der richtigen Richtung unterwegs? Ja, ne? Wir sind genau in der richtigen Richtung unterwegs. Da unten läuft sie. Ist sie das? Das ist sie. Sie läuft einfach so rum. Alles klar, sie läuft einfach so rum. Super. Oh, wie cool. Guck mal da drüben. Die Trauerweiden. Oder sowas ähnliches auf jeden Fall. Oh, wie cool, Leute. Kleines, ja, deswegen, ein kleines Moor hier, ne? Sumpfgebiet. Sieht das gut aus hier. Gefällt mir. Oh, wie gut. Oh, wie gut. Und da schleicht ein Mamorest durch die Gegend. Mamorest durch den Morast. So, einmal runter vom Viech. Komm her. Schattenperl mit raus. Ich hoffe, der haut die Katze nicht gleich um jetzt.
So, Flinte haben wir dabei, weil ich bin nur Level 17. Unser Perl ist Level 27. 1700 Leben hat sehr gut. So viel Schaden wird der hoffentlich nicht machen. Ist die Katze, was ist die Katze? Ist die Katze auch ein Schattenperl? Dann macht er auf jeden Fall nicht so viel Schaden. Alles klar. Angriff! Oh, das geht sogar. Ist überschaubar. Oh, 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 oh. Der haut dich ja gleich aus den Latschen. Roms. Und selber nimmt er gar nicht so viel Schaden. Wir müssen aufpassen. Komm mal lieber ran hier. Das sieht schon riskant aus. Oh, 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 oh. Oh, wie cool. Die große Grinsekatze. Lad nach. Was nehmen wir denn? Wir nehmen eine grüne Sphäre, sollte eigentlich passen, ne? 83. Komm, nimm mal lieber die Armbrust für noch ein paar einfache Treffer. 50. Müsste passen. Oh, nein! Genau, weggehüpft. Komm her, du Riesengrinsekatze. Ich will dich haben. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Noch ein Map-Boss. Grintail. Ein Antikpunkt wieder, wie cool. Level 17. Sehr schön, Leute, wir haben die Riesengrinsekatze gefunden. Oh, Marmorests, ne? Da müssen wir eigentlich auch mehrere noch haben. Und die sind nur Level 1, was sind zwei nebeneinander? Dann holen wir lieber das einzelne drüben noch. Riskieren wir noch einen Marmorest zu holen. Vor allem kriegen wir doch das Liftmark-Statue. Vor allem kriegen wir auch das seltene Palöl von denen. Das sind jetzt die einzigen Tiere, wo wir seltenes Palöl kriegen. Uns haben wir noch keins gefunden, die uns das droppen. Versuchen wir mal noch einen Marmorest zu holen. Halt, lad ruhig mal erstmal nach. Bevor du auf den Marmorest losgehst, ist, glaube ich, sinnvoller. So, Flinte raus, wo ist denn jetzt hin? Das ist ein bisschen tieferes Wasser. Da müssen wir schon anfangen zu. Oh, da, ein Ei! Nehmen wir auch mit. Oh, warte mal, wir können doch gleich nochmal gucken. Unsere Jumbo-Eier müssten fertig sein. Wir sind bei über 40 Minuten Folgenlänge. Das heißt, die müssten eigentlich durch sein. Ich höre ein Shiny. Oh, da ein Shiny-Hirsch. Oh, wie cool. Unser zweites Shiny, was wir erst entdecken hier. Oh, wie gut, Leute. Den holen wir uns auf jeden Fall. Der ist nur Level 12. Wow, den haben wir jetzt schon gleich zum Fangen bereit. Na komm her. Vorsicht! Aus dem Weg! Aus dem Weg! Oh, die haben besondere Angriffe, die Shinies, ne? Oh, wow, wow, wow. Lad nach, lad nach, lad nach. Ein Treffer riskieren wir noch, dann schmeißen wir einen Ball drauf. Mischt sich der zweite Hirsch jetzt ein? Ja, natürlich. Lad nach, lad nach, lad nach. Oh, das wollte ich gerade. Autsch! Nein, auch noch daneben. Ich wollte gar nicht. Ich glaube, den fangen wir direkt ein, ne? Wo wir dich ein bisschen Schaden gemacht haben. So, du kommst auch mit. Den einen haben wir auf jeden Fall. Der war auch nur Level 8. Den hat die grüne Sphäre direkt eingefangen, obwohl wir nicht mal ein bisschen Schaden an dem gemacht haben. Na komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Ah, wie cool, Leute. Außergewöhnlich positive Gedanken. Super. Super cool. Haben wir vielleicht hier irgendwo in der Nähe noch einen. Da oben ist ein Schnellreisepunkt. Auf dem Radar wird nichts angezeigt in der Nähe. Ja, auf dem Kompass. Ihr wisst Bescheid, auf dem Radar, ne? Auf unserem Kompass oben. So. Aber wir können ja mal ein Stück in die Richtung fliegen, weil eigentlich sollte hier in der Nähe müsste ein Schnellreisepunkt kommen, wenn die ungefähr immer gleichmäßig verteilt sind. Sollte hier auch irgendwo. Oh, Schatzkiste. Sollte irgendwo auch einer kommen. Wenn nicht, haben wir ja auch die Möglichkeit, einfach überall mal kurz eine provisorische Schnellreise aufzustellen. Wir haben ja die Palbox dabei, die wir noch nicht aufgebaut haben, eine zweite. Das heißt dabei, wir können eine zweite bauen, ne? Letztes Mal auch schon vergessen, dass man einfach, die können wir auch einfach mal irgendwo aufstellen, wenn wir schnell nach Hause wollen. Und dann wieder zurückreisen, dann reisen wir sie wieder ab. Da kommt einer ins, das ist der hier. Okay, dann wir müssen mehr in die Richtung. Da haben wir wieder die Palfreunde. Liga der Palfreunde, Palfreunde Gütersloh e.V., das ist ein großer Verein, die sind weit verbreitet. Was bist du? Was seid ihr? Oh mein Gott! Mosander! Oh, wie cool! Oh, wie cool! Halt, nein, was machst du denn da? Nicht schießen. Oh Mann!
Was für ein... Und jetzt kämpfen die Pal-Freunde gegen die? Nee, die lassen die in Ruhe. Okay. Wir haben es auf uns abgesehen. Na, warte mal. Wollen wir dich mal ein bisschen durchrösten. Sieht gut aus. So. Und haben wir den Feuerschuss schon wieder? Nee, dann nehmen wir den. Den Flammenwerfer meine ich. Nicht den Feuerschuss. Jetzt den hier. Brutzel, brutzel, brutzel. Sehr cool. Na, komm her. Oh, die da oben, Leute. Die sind natürlich zu zweit. Wird kritisch. Mit Sicherheit. Außen mit die schon Level 25 auch. Aber die will ich haben. Fällst du wohl um? Du hartnäckiges, ranziges Palfreunde-Vieh. So, komm her. Pfeile? Wie, die schmeißen nur Pfeile weg? Ach, die haben auch nur mit der Armbrust geschossen, ne? Okay, dann macht's Sinn, dass die nur Pfeile wegschmeißen. Aber auch Goldmünzen. Oh, sind die gut? Sind die gut? Dicke Moospandas. Ich will euch haben. Das sind ja... Da ist einer alleine. Bist du alleine? Oh, das sind Bee-Guards. Da müssen wir aufpassen. Nee, die sind auch zu zweit. Ja, okay, wir haben ja einen Feuerpal jetzt hier gerade. Wir müssten eigentlich ganz gut Schaden machen gegen die. Oh ja, machen wir auch. Oh ja, machen wir auch. Auch was wir den einen nicht gleich über den Haufen schießen. Komm, wirf drauf. Den einen haben wir. Komm, den haben wir, den haben wir, den haben wir. Den haben... Aua, 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 aua. Oh, das war nix. Schieß drauf. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Wie gut es geht mit dem Vögelchen. Nochmal drauf schießen. Nochmal. Ah, erstmal zur Seite. Zur Seite. Oh, wie er schießt. Wie gut. So, brutzeln den ein bisschen an, aber nicht zu viel, nicht zu viel. Reicht. Palsphäre drauf. Ach, wie cool, Leute. Halt, du kommst mit auf jeden Fall. Wenn nicht, schmeiß ich hier eine Gigasphäre an den Kopf. Ja, ich schmeiß hier eine Giga. Wie er runterfällt. Wie gut, wie er mit seinem kleinen Blatt am Kopf so ein bisschen wedelt. Haben wir, haben wir, haben wir. Ah, wie gut. Wie cool, Leute. Was für ein cooles Vieh. Da ist die Königin. Es gibt sie. Es gibt die, Leute. Elizabeth. Finde ich ja super. Wie es in der Beschreibung von den Bee-Guards drinsteht, ne? Aber ich hätte nicht gedacht, dass es dann die Elizabeth auch wirklich gibt. Aber es gibt die Elizabeth. Mit denen legen wir uns jetzt mal nicht an. Die sprengen... Da ist noch eine. Die sprengen uns sowas von in die Luft. Wieso ist hier eigentlich kein Schnellreisepunkt in der Nähe? Wir sind jetzt schon so weit geflogen. Wir kommen gleich rüber zu der anderen Seite da. Hier scheint es nichts zu geben. Okay, Leute, wir müssen ein bisschen gucken. Weil auch wenn es eine XXL-Folge heute wird, müssen wir trotzdem ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Weil desto länger die Folge wird, desto länger dauert das Nachbearbeiten, desto länger dauert das Hochladen. Das hat dann wieder Auswirkungen auf die nächsten Folgen. Weil solange das Video jetzt hochlädt, kann ich nichts machen. Kann ich also nicht ein weiteres Video aufnehmen. Ich muss dann erst warten, bis das Video hochgeladen ist, bevor ich das nächste aufnehmen kann. Dann muss ich warten, bis das hochgeladen ist, bevor ich das nächste aufnehmen kann und so weiter. Weil sonst ist mein Rechner zu sehr ausgelastet. Wenn ich ein Video hochlädt, kann ich halt nichts machen. Da muss ich halt warten. Deswegen müssen wir jetzt doch langsam zum Ende kommen, damit heute auch wirklich alle XL-Folgen so kommen wie geplant. Und vor allem auch unbedingt... Oh, wei, der ist aber einer sauer. Und auf jeden Fall auch die große Folge Nightingale. Lauf, lauf, lauf. Da ist ein Schnellreisepunkt, den wir noch nicht haben. Sehr schön. Und nochmal eine Boss-Arena. Was haben wir hier? Sphäre der Kühnheit. Wer wohnt denn hier? Kann man nicht sehen. War Sect wohnt hier. War Sect. Oh, hört sich cool an. Da sind nochmal neue. Was seid ihr? Gopfin. Hier sind aber viele auf einmal. Ich glaube, außen müssen wir jetzt erstmal... Wir haben ja Zeit, Leute. Wir können ja auch noch jede Menge Pals nächste Folge fangen. Jetzt müssen wir erstmal zurück nach Hause. Greif nichts an da, bleib ruhig, Pferdchen. Wir wollen erstmal zurück. Wie cool, Leute. Lass uns gleich mal gucken, was die können, die wir neu mitgebracht haben. Hier, wir haben unsere riesen Grinsekatze. Hat aber dieselben Eigenschaften wie die normale. Dann haben wir hier, das ist der große. Shiny, Holzfell Level 2, hat aber dafür hat er gute Eigenschaften. Hier, ne? Arbeitstempo und Angriff. Und die Gei sinkt langsamer. Wie cool, der Riesenhirsch. Und die hier, wild und wild, haben sie beide. Beide sind wild. Boah, der ist ja ein richtig guter Transport. Das ist ja ein richtig guter Arbeiter.
Warte mal, wir tauschen da gleich mal einen aus. Hier, du kannst... Obwohl, nee, wir nehmen mal... Was nehmen wir denn raus? Der hat aus... Hast du auch Aussaat? Ja, Handwerk, Holzfällen, das. Was hat der hier? Dasselbe. Der hat dafür Medizin. Und der hat Transport, ne? Der hat auch noch Sammeln. Sammeln macht der hier nicht. Aber wir haben ja zwei Liv-Monks. Lass noch mal den Fleißigen da und packen mal hier so einen rein. Roms, da ist er. Ah, wie gut. Oh, guck mal, wie er losläuft. Die Arme oben. Ich habe was zu tun. Ich habe Arbeit gefunden. Hier, ich trage eine Zuckerwatte. Wie er so auch trägt. Ach, wie gut, Leute. Okay, gucken wir noch kurz nach den Eiern. Da müssen wir wirklich zum Ende kommen. Wir sind ja schon fast bei einer Stunde jetzt. Gucken wir hier nochmal rein. Wir haben ein düsteres Jumbo-Ei. Nummer 1. Da ist drin ein Nox. Nox haben wir schon. Schon mal aus dem Käfig befreit. Der kleine blaue Fuchs. Dann haben wir hier ein Tombat. Okay, da fliegt ja auch schon einer Monster in der Basis rum. Und hier kriegen wir ein Dinossom. Okay, gut. Kennen wir alle schon? Schade eigentlich. Ich hoffe auch immer, dass ein paar neue Tierchen rauskommen. Jetzt haben wir noch ein Jumbo-Ei und jede Menge normale. Schmeißen wir erstmal wieder so einen Schwung gewöhnliche, weil die sind auch wirklich immer schnell ausgebrütet. Einmal hier durch. Alles klar, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, müssen wir jetzt aber wirklich zum Ende dieser doch sehr erfolgreichen Folge kommen. Wir haben eine schöne Palisade aufgebaut. Unsere erste kleine, naja, kleines Werkstattgebäude, das jetzt keinen Schönheitspreis gewinnt. Aber es reicht so. Viel mehr Platz haben wir halt auch nicht, um jetzt hier irgendwo nochmal ein großes Schrägdach drauf zu zimmern. Das würde überall mit der Palisade nicht mehr passen dann. Und wir haben halt jede Menge neue Perls mitgebracht. Und auch nochmal einen kleinen Bosskampf gemacht gegen die Grintail-Katze. Und einen Shiny gefunden. Super Folge. Ihr Lieben, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.